Herrlich. Unfassbar. Was für ein herrliches Spiel. Wie lief das denn gegen Düsseldorf eigentlich damals, weil wir hier so Fortuna, die Fortuna-Ecke heute hier haben? Da gab es 75, ne? Ein Jahr später, da waren Sie doch auch dabei. Ja. Ja. 7-6 oder irgendwie, da gab es solche komischen... 6-5. 6-5, irgendwelche komischen Ergebnisse. Gab es gegen Düsseldorf immer komische Ergebnisse. Ja. Das ist die goldene Zeit von Düsseldorf. Gab es auch, die Saison vorher oder danach. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich war damals noch ein Kind oder Anfang Jugendlicher und habe in der Kurve gestanden beim 6-5, Halbzeit 2-4. Und in Badehose, die ganze Kurve, es war super schönes Wetter und dahinter war das Schwimmbad. Und wir waren noch sehr jung und klein, passten durch die Stäbe durch und haben die ganze Kurve sah, waren Kinder aus dem Schwimmbad in Badehose. Und wir waren begeistert und sind dann nachher auch öfter zum Fußball gegangen. Ja. In Badehose? Na, dann haben wir nachher schon Hosen angezogen. Weiß auch nicht warum, im Winter wird es dann angenehmer. Aber sag, was ist das mit Düsseldorf? Ich meine, dein Vater, auch wirklich vor Gründung der Bundesliga, ja? Genau, ist schon ein bisschen länger her. Also wenn jetzt hier über die 70er gesprochen wird, da war selbst meine Mama noch nicht volljährig. Von daher, also, das ist für mich jetzt ein bisschen sehr lange her. Aber ja gut, wenn der Papa in Düsseldorf gespielt hat. Also ich bin jetzt nicht Hardcore-Fan wie hier Dieter, aber man schaut schon immer so drauf, was jetzt da gerade so auch in der zweiten Liga so abläuft. Das auf jeden Fall. Also dann kann man sich dem ja nicht so entziehen, wenn das in der Familie ein Thema ist, dann... So ein Verein ist ja ein genetischer Defekt. Also ein Verein wie Fortuna sucht sich keiner aus. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das machst du nicht freiwillig. Das ist irgendwann über dich gekommen, wie eine unheilbare Krankheit, und dann bleibt das. Ja. Ja. Und jetzt, dann fiebert man eben auch in der zweiten bis vierten Liga mit oder so. Guckt mal nach, wie es so ist. Und das wird man nicht mehr los. Ist einem das dann irgendwann einfach wurscht, wo die spielen? Oder? Nee, das ist wie Herpes. Man hat es, aber es kommt wieder und man ärgert sich. Und dann Salbe drauf und, und wieder weg. Ja. Und im Moment ist es gerade wieder besonders ärgerlich. Deswegen ist die Verbitterung halt gerade wieder so groß, weil halt eben... Sie haben es noch in der eigenen Hand, haben aber... man hat schon das Gefühl teilweise, dass sie auch Handamputierte sind. Also, ja. Es ist schon... Die Füße benutzen. Bitte? Sie sollten besser die Füße benutzen. Das ist ein wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit Fußball. Ja. Es ist diese Saison besonders ärgerlich, weil man halt über weite Strecken wieder das Gefühl hat, dass eigentlich die Spieler viel besser könnten, wenn denn alles gut organisiert wäre und alles halbwegs professionell gemanagt würde und wenn halbwegs professionell gearbeitet würde. Das nervt dann. Aber was ist das da in Düsseldorf? Ist das diese rheinische Lässigkeit oder? Nee, das ist ein Prinzip in Düsseldorf. Düsseldorf ist ja eigentlich eine Stadt, die sehr viel Wert legt auf Geld und auf gutes Aussehen und so. Und dann hält man sich halt so einen Verein, der das konterkariert. Ja. Und in Düsseldorf ist es so, sobald die ein bisschen Erfolg haben, kommen die gesammelten Gebrauchtwagenhändler der Umgebung und wollen Präsident werden. Und so... So war es 40 Jahre lang und dann war ein Trainer da und wir hatten riesige Erfolge mit Alexander Ristić als Trainer. Und als er dann den letzten Verwandten noch als Ballaufpumper im Verein untergebracht hatte und er ihm praktisch persönlich gehörte, hinterließ er so viel verbrannte Erde, dass alles runterging bis in die vierte Liga. Und so ist das immer gegangen, rauf und runter. Deswegen, Bayern-Fan ist natürlich relativ einfach. Man freut sich so, das grenzt an Lebensfreude, was man da erlebt. Und das ist in Düsseldorf vollständig unmöglich. Wir sind uns der eigenen Sterblichkeit deswegen immer bewusst. Das ist aber doch ganz gut, oder nicht? Wenn man ist super. Also wenn man mit dem Verein aufwächst, glaube ich, kann einen im Leben nicht mehr wirklich was erschüttern. Ja, weil man mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird. Ja. Du sagst, der Tod kommt so oder so und als Fortuna-Fan eher so. Als Fortuna-Fan wenigstens nicht mit großer Freude. Ja, genau. Das bringt einen dann nicht wirklich voran. Ich finde, so ein gesunder Ehrgeiz finde ich auch ganz schön.